Wir sind doch zu Hause geblieben heute. Wir sind nicht an See gefahren, weil das... Wespe! Biene! Ja, du musst bitte die Tür zumachen, Schatz. Nein, ich mach doch nicht im Sommer die Tür zu, Schatz. So, Wespe ist wieder weg. Ich hab halt Schiss. Ich wurde letztes Jahr, wurde ich dreimal gestochen auf der Arbeit. Einfach so ohne Grund. Ich habe einfach nur gestanden und die haben mich einfach gestochen. Ja, wie gesagt, wir bleiben zu Hause heute, da ich ein Problem bekommen habe und es keinen Sinn macht, an den See zu fahren, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb bleiben wir schön zu Hause und genießen unser Heim, denn hier ist es ja auch sehr schön. Wer so ein Zuhause hat, kann auch schön zu Hause chillen. Aber dann kann ich jetzt wenigstens meine Dinger hier einpflanzen, bevor die den Löffel abgeben. Ich habe hier meine Dusche, unter der ich mich abduschen kann. Der Kuschi war eben da. Wo ist Kuschi? Kuschi? Wo ist sie denn? Kuschi ist weg. Bulmi war auch kurz da, hat was gefressen, ist aber wieder gegangen. Und Bali chillt seine Nuggets wieder da hinten. An dem Bauernhof. Boah, Leute, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Ja, das ist echt das schlimmste Unkraut, was ich kenne. Ich hasse das. Boah, nee. Shit. Ich krieg da die Krise, ich könnte ausrasten. Wir wollten auch noch ein paar Drohnenaufnahmen heute machen. Das Problem ist, dass sich einige Menschen von unserer Drohne gestört fühlen. Und kannst du das bitte machen? Was denn? Beziehen? Ja. Ich habe keine Lust. Doch, Schatz, bitte mach. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust darauf, bitte. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Hallo Prinzessin. Na, sind wir heute wieder alleine? Ohne die Jungs? Hm? Kuschi, wo gehst du hin, Kuschi? Komm zurück, Kuschilein. Komm zurück. Kuschi hat gar keinen Bock. Sie will einfach nur ihre Ruhe haben. Hui. Kuschi, komm zurück. Nein, ich sollte sie in Ruhe lassen. Wir haben jetzt 15:45. Es lässt sich einfach keiner von den Katzen blicken. Ich mache jetzt was zum Essen. Der James mag das überhaupt nicht, wenn ich so Fixgerichte mache. Wir kochen ja immer so freihand. Aber das schmeckt sowas von lecker. Da steht drin, dass man Weißkohl benötigt. Ich mache das aber immer mit Rosenkohl, mit tiefgefrorenem Rosenkohl. Und es schmeckt immer richtig lecker. Also ich kann das euch nur empfehlen. Ihr könnt natürlich auch Weißkohl nehmen oder irgendein anderes Gemüse. Das werde ich jetzt mal schnell zubereiten. Hoffe mal, dass auch die Kassis nach Hause kommen, weil wir sind schon den ganzen Tag hier ganz alleine und die kommen einfach nicht. Wir haben uns schön hier gesonnt. Traumhaftes schönes Wetter heute auch gewesen. Ein paar Mal geduscht haben wir auch. Und ich habe meine Bäumchen eingepflanzt. Die sind nur da vertrocknet schon an der Seite. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht verrecken. Ich habe sie ordentlich und schön eingebuddelt, gegossen und ich habe nochmal Dünger reingekippt. Natürlich verdünnt und hoffe, dass die sich wieder erholen. Ja, Leute. Fertig. Also die Zubereitung dauert auch gerade mal so 10 bis 15 Minuten. Jetzt muss es einmal aufkochen und 30 Minuten bei geringer Wärme zu für ca. 30 Minuten zugedeckt kochen, gelegentlich umrühren und dann ist das Ganze auch schon fertig und ich sag euch, das schmeckt übertrieben lecker. Also wenn ihr Bock habt, das mal nachzumachen, kann ich euch das wirklich empfehlen. Dem Jengis schmeckt es auch gut, obwohl er so Fixprodukte nicht mag, ist auch nur eine Ausnahme jetzt. Normalerweise, wie gesagt, machen wir immer frisch oder überlegen uns irgendwas. Und würfeln dann was zusammen von den Sachen, die wir noch so zu Hause haben. Ja, schade, dass die Katzen nicht nach Hause kommen. Ich wollte euch heute eigentlich zwei schöne Videos bereiten, aber habe den Bali gerade gecheckt. Der ist gerade aufgestanden anscheinend. Der war 3 Stunden wieder da in der Scheune gelegen und geschlafen. Ah, ich glaube, ich sehe ein Kätzchen. Das kann ja nur die Kuschi sein. Prinzessin, bist du's? Ja,
Hallo Kuschelein. Die Katzen sind sowas von in einem Chill-Modus, sie hört noch nicht mal. Ja, Leute. Ja, dann wird es heute wohl bei einem Video bleiben. Außer der Bali kommt vielleicht gleich nach Hause. Er hat sich auf jeden Fall bewegt und ist da unterwegs im Feld. Hey, guten Morgen, ihr Lieben. Oh, gestern ist wirklich nicht mehr viel passiert. Deswegen habe ich auch kein Video hochgeladen. Der Bali ist erst irgendwann spät gekommen. Der war wirklich die ganze Zeit draußen. Und alle Katzen waren irgendwie die ganze Zeit draußen. Guckt mal, da ist Kushi. Meine Prinzessin. Hallo Kuschilein, guten Morgen. Mein Mädchen. Bulmi müsste eigentlich auch irgendwo hier sein. Na Kuschilein? Was? Gehst du was trinken? Wo ist denn Kushi? Hast du Hunger? Komm, ich mach dir was zum Essen. Bestimmt Hunger. Für mich stehen heute ein paar Videos an, die ich noch fertigstellen muss für meine Kooperationspartner. Die habe ich etwas schleifen lassen. Aber es ist halt auch immer etwas schwierig, mit Katzen die Werbevideos fertig zu machen, weil ich, wie gesagt, keine Katze dazu zwinge. Wenn ich jetzt ein Werbevideo machen muss, dann zwinge ich keine Katze, wenn sie jetzt im Bild sein muss. Und zähre sie da rein oder so, ne? Das mache ich nicht. Wenn die Katzen da sind und es ergibt sich dann, dann fange ich an. Und wenn sie nicht da sind, dann ist es halt so. Ich habe halt nur mal Freigängerkatzen. Und ist leider nicht wie bei Apollo und Cosmo, dass sie die ganze Zeit zu Hause sind. Auch von Videos produzieren für YouTube oder so. Ist halt für mich schwieriger als für Tatjana. Und deswegen muss ich halt immer darauf hoffen, dass Katzen da sind. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ansonsten fällt für mich heute noch ein Elternabend an. Ich muss um 18.30 Uhr in Eschborn sein. Denn der Elias hat ja nächste Woche Klassenfahrt, habe ich euch ja schon erzählt. Um mal ein paar Details zu klären, denke ich mal. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da sage ich euch auf jeden Fall später Bescheid. Ich trinke jetzt erstmal meinen kalten Kaffee. Also mit so einem kalten Kaffee startet der Tag bei mir tausendmal besser als ohne. Und gerade kalte Kaffees, ich liebe kalte Kaffees. Und bei euch, seid ihr so eher Team warmer Kaffee oder Team kalter Kaffee? Ich trinke den sogar auch so gerne im Winter, wo so viele immer sagen, Nadine, was ist denn mit dir los? Warum trinkst du immer nur kalten Kaffee? Es schmeckt mir halt und ich mag auch keinen Tee oder so. Also Tee trinke ich wirklich nur, wenn ich so krank bin. Ja, ich mag meinen kalten Kaffee. Freut mich. Ja, freut mich, dass du auch mal zu Hause bist. Was war denn das? Ha? Sollen wir mal gleich deine Pakete da auspacken, dein eines Futterpaket? Da ist wieder Zeug gekommen für euch. Weil ich muss ja meine drei Katzis versorgen. Mein Baby. Und wo ist dein Bruder wieder unterwegs? Ihr wechselt euch immer so ab. Also Kushi ist eigentlich überwiegend zu Hause. Danach ist der Badi an der Reihe und du bist eigentlich nur unterwegs. Nur unterwegs. Mein Baby. Wie geht's deiner Nase und deinen Blessuren? Schon ein bisschen besser, hm? Siehst trotzdem etwas mitgenommen aus. Und ich habe extremes Bedürfnis danach, dich mal kräftig zu duschen, Winnie. Wir machen das ja selten. Also wenn's hochkommt, machen wir das 1 bis 2 Mal im Jahr. Dieses Jahr haben wir es noch gar nicht gemacht. Er lässt sich das eigentlich auch gefallen. Das letzte Mal ist schon lange her. Ich glaube, letztes Jahr im Winter. Ja, und deswegen wird es eigentlich mal wieder an der Zeit. Was sagst du dazu? Für einige stellt es ja immer ein Riesenproblem dar, wenn ich Bulmi mal geduscht habe. Das war ja, wie gesagt, letztes Jahr oder so. Kommt vielleicht 1 bis 2 Mal im Jahr vor, habe ich ja schon erwähnt. Und ich finde, bei Hauskatzen ist das überhaupt nicht nötig. Also Katzen, die zu Hause leben, außer es sei mal, dass die sich total einsauen in der Katzentoilette mit Kot oder Urin. Klar, da muss man das machen. Aber bei Freigängerkatzen, und ich hatte da auch schon mal mit meinem Tierarzt drüber gesprochen,
Man sagt ja auch, Tierärzte haben auch nicht immer recht, aber die hatten mir halt damals so ein Shampoo empfohlen. Das ist das hier. Das ist halt auch allgemein gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Milben. pH-neutral ist das, daher sanft zur Haut, entfernt unangenehme Gerüche und pflegt das Fell. Also ich finde, das ist auch nochmal halt so eine zusätzliche Pflege, gerade für die Freigängerkatzen. Und deshalb wird der Bulmi auch jetzt mal wieder geduscht. Bei der Kuschi kann ich das gar nicht machen. Ich sage auch immer, die Katzen müssen es sich auch einigermaßen gefallen lassen. Natürlich ist der Bulmi auch nicht total begeistert davon und springt in die Luft und räkelt sich im Wasser natürlich nicht. Aber er lässt es sich gefallen, er wird nicht aggressiv, er will nicht unbedingt abhauen. Deswegen kann ich das ruhig mit ihm einmal im Jahr machen. Und das reinigt halt auch nochmal komplett das Fell halt von diesen ganzen Ungeziefer und so. Weil die sind halt wirklich nur draußen. Und ihr wisst ja auch, der Bulmi ist ja 24/7 nur draußen. Bei Kushi könnte ich das vergessen. Also ich könnte sie das, ich kann das schon machen oder so, aber die würde mir das niemals verzeihen. Die wird durchdrehen. Die wird wirklich durchdrehen. Und ihr tue ich das auf keinen Fall an. Ich könnte höchstens mal versuchen, mit einem Waschlappen oder so ihr Fellbissen zu reinigen damit, aber das muss ich ja dann auch wieder alles rauswaschen. Das ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Ich habe noch so ein CBD-Trockenshampoo, was auch gut für das Fell ist und für die Haut. Aber bei Kushi, ich traue mich da auch gar nicht. Ich will sie da auch nicht nerven mit. Aber bei Bulmi, der ist jetzt auf jeden Fall mal wieder bald fällig. Bei Bali kann ich es euch noch gar nicht sagen. Sagt ja, Bengalen sind ja total auf Wasser fixiert, aber Bali überhaupt nicht. Ich habe mal versucht, mit einem Schlauch immer so ein bisschen abzuspritzen und dann ist er schon direkt abgehauen. Also ich glaube, der ist nicht so begeistert von Wasser. Ich sitze doch bei der Zeit jetzt hier ab bis 18:30 Uhr. Ich muss mich noch mit irgendwas beschäftigen. Weil sonst geht die Zeit einfach nicht rum. Ich mag das nicht, wenn so spät am Abend Termine sind. 18:30 Uhr. Aber Elternabende sind ja immer so spät. Ne, Bali? Ich würde Bali gerne mitnehmen. Allgemein würde ich ihn gerne mitnehmen. Aber ich glaube, schwierig. Jetzt in seinem Alter, das hätte man schon anfangen müssen, wo der noch ganz klein gewesen ist. Ihn jetzt irgendwie so nach draußen zu gewöhnen, ich weiß nicht, ich glaube, das würde nicht gut gehen. Aber so auf Reisen oder so, ich hätte schon Bock, ihn mitzunehmen. Weil der Genghis und ich hatten überlegt, jetzt nochmal für 4 Tage, 5 Tage, weil wir ja wieder krank geworden sind bei dem Urlaub und es nicht wirklich genießen konnten. Und es ja auch mehr so ein Familienurlaub gewesen ist, hatten wir uns überlegt, ein Wohnmobil zu mieten. Also so eins, was Tatjana hat und Marcel. Und wir wollten so Richtung Barcelona fahren und hatten uns überlegt, kurz die beiden Katzen mitzunehmen, Bali und Gulmi. Aber ich glaube, das wird dann auch wieder keine entspannte Zeit, diese 4 Tage. Dann müssten wir uns so um die Katzen kümmern und die sind es ja null gewohnt, unterwegs zu sein. Aber war mal so ein Gedanke gewesen, hätten wir auf jeden Fall richtig Bock gehabt. Aber das ist für beide Parteien, glaube ich, der reinste Stress. Und fragt jetzt nicht wegen Kuschi. Kuschi können wir nicht mitnehmen. Der Kuschi könnten wir das gar nicht antun. Also ich mache Kuschi, tue ich wirklich sowas von überhaupt nicht belasten, auch was Videos betrifft. Wenn sie da ist, ist sie da. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich merke, sie will ihre Ruhe, dann lasse ich sie auch in Ruhe und so sollte das auch sein. Man sollte keine Katze zu irgendwas nötigen, was sie definitiv nicht wollen und das ist bei Kushi halt so. Deswegen halt leider auch nicht so präsent wie die anderen beiden, ne? Was denn? Du bist doch zu mir gekommen. Ja, jetzt chillen wir halt zusammen ein bisschen. Das ist doch schön. Willst du nicht mit mir chillen? Dann geh doch woanders hin.